Hallo und willkommen zurück bei The Sims 3. Es ist mittlerweile später Abend und ja, ich muss mich nochmal ganz dolle dafür entschuldigen, dass es gestern so laut war. Es ist einfach, puh, das Spiel ist extrem laut und das ist echt schon, jetzt ist wirklich fast komplett runtergestellt. Also ihr müsstet mich jetzt fast richtig. Hallo, was mache ich denn da? Was mache ich? Sitzen, mit jemandem chatten. Mit wem chatte ich denn? Ich kann ja mal mit. Also, was ich sagen wollte, ihr müsstet mich jetzt eigentlich komplett verstehen. Es dürfte jetzt nicht mehr zu laut sein. Ja, jedenfalls hoffe ich das. Stimmt, genau, ich war ja ein Computerfreak. Das bringt mich runter, wenn ich einen langen Tag hatte. Okay, alles klar. Was mache ich denn? Ich chatte mit dem Jack, genau, und der Spaß geht dadurch hoch. Müde bin ich dann auch demnächst. Beziehung. Wow, es hat sogar schon was gebracht, dieses Chatten hier, so wie es aussieht. Warum bin ich beschämt? Ich weiß es nicht. So, bringt das was? Nicht besonders viel, würde ich sagen. Ein kleines bisschen bringt das. Okay, genug am Computer gesessen, würde ich sagen. Wir gehen noch mal auf die Toilette und dann geht's ab in die Heia. Die Katzen, die sind noch in Ordnung. Ja, die Pauline, die schläft. Hallo, du kannst. Och, hier. Die Sina, die schläft auch. Wie gerade in echt. Die pennen alle beide. Die Sina auf meinem Schoß und die Pauline, die. Wo liegt denn die eigentlich? Ach, die liegt hier irgendwo. Ich sehe sie gerade gar nicht. Also, mal ein bisschen schneller, das Ganze. Weil es geht schon wieder. Ich glaube, es geht gleich zur Arbeit. Kann das sein? Tatsache, es geht. Ne, Moment mal, wir haben heute frei. Coole Sache, coole Sache. Gerade den Job begonnen und dann schon frei. So muss es sein. Also so wie Arbeit begonnen und dann erstmal zum Chef gehen. Jo, Chef, ich mache heute Urlaub. Krasse Sache, ey. Was ist denn das für eine Musik? Was ist das für eine Musik? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, was das war? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na gut, okay. Können wir weitermachen. Frei haben ist echt was Schönes. Was ist das? Ist das kaputt gegangen oder was? Entstopfen. Ah, ja. Okay. Dann werden wir das mal tun. Und da wir heute frei haben, werden wir den Tag nutzen, uns an unseren Nachbarn ranzuschmeißen. Der ist mein Freund, der weiß es nur noch nicht. Tolle Sache, oder? Also genug geschlafen. Und dann würde ich sagen, Reste essen. Verdorben, verdammt. Verdorbenes Essen ausräumen und Mittagessen servieren. Makaroni mit Käse. Was ist das? Was ist das? Leere Chipstüte. Warum liegt das hier? Okay, das kann ich. Nee. Schade, kann man nicht in den Mülleimer direkt. Boah, pfui. Und das barfuß. Ekelhaft. In dieser Bruchbude. Mein Gott, das dauert aber echt lange. Oh Gott, wie das aussieht, wenn das schneller läuft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe den Schraubenschlüssel in die Hand genommen und ein Objekt von der Sorte Toilette repariert. Ein Objekt von der Sorte Toilette. Sehr geil. Ich habe eine Einladung bekommen von Vera Blackburn. Einladung zur Party ansehen. Donnerstag 18:42 Uhr, eine Poolparty. Coole Sache. 18:42 Uhr. Okay, ich sag einfach mal zu. Geil, meine erste Party.
Und dann stellen wir das mal in den Kühlschrank. Oh, meine Güte, hier muss man sich echt nur um diese blöden Bedürfnisse kümmern. Wahnsinn. Wir kommen hier echt nicht von unserer Bude weg. So, jetzt aber. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Daniels Haushalt besuchen. Na, wo bleibt sie? Ach, hier. Ich brauche noch nicht mal klopfen, der ist schon da. So, freundlich. Kennenlernen. Und freundlich Kompliment über Haus machen. Freundlich plaudern. Freundlich noch ein bisschen. Ein bisschen tratschen. Und Spezial. Dann können wir ja mal versuchen, in diese hoffnungslos verliebte Richtung zu gehen und ein bisschen flirten. Chulabaka, Ah, er hält mich für sozial. Böser Fehler. Kakaluashi, Kinuk, Nein. Kizibaka. Ich bin freundlich. Baluchi Bagan, So, mal gucken. Semi Ich hoffe mal, der geht da. Oh mein Gott, das ist so Bagan. laut. Wo ist denn hier so ein Hund? Ich sehe keinen Hund. Also, Nushala. im letzten Part hatte er ein Pferd versteckt in seiner Wohnung. Das lief ja einfach so in der Wohnung hin und her und kam nicht mehr raus. Er war verheimlicht mir wahrscheinlich ein Pferd und jetzt hat sie irgendwo gebellt. Ein Hund hat er wahrscheinlich auch noch. Also, ich weiß nicht. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Ich kann es nicht glauben. Vera Blackburn gibt eine Party. Oh, der ist drauf eingegangen auf meine Flirterei. Gerüchte aus der Welt schaffen. Was für Gerüchte? Spezial? Um Verabredung bitten. Plus plus. Sehr cool. Wow, ich hätte nie gedacht, dass es. Ja, Gerüchte haben ein Eigenleben. Und meistens ist es so, dass die anderen alle mehr über dich wissen als du selber. Hoffnungslos romantisch. Gestehen, sich angezogen zu fühlen? Mag er das? Ja! Sieht gut aus! Klasse! Romantisches Interesse. Cool. I love it. Umarm? Magst du das? Oh mein Gott! Wie romantisch ist das denn? Jack hält mich für verführerisch. Rrr. Ob das stimmt, ich muss ihn mal fragen. Spezial? Wange streicheln? Oh, wir können ihm schon eine feste Beziehung vorschlagen. Geile Sache. Mikey hat Jack ihre Gefühle gestanden. Sie werden sich immer an ihre schwitzigen Hände erinnern. Ach, ist das romantisch? Spezial? Romantisch? Nee, ins Ohr flüstern. In Arme springen ist gleich ein bisschen heftig. Na, Pauline ist wieder ein Biest abgehauen. Die Party geht gleich los. 18:42 Uhr, was ist das eigentlich für eine Zeit? Oh mein Gott! Romantisch. Oh, erster Kuss. Nee, los, wir machen erstmal noch einen koketten Witz. Und fragen ihn, kann ich über Nacht bleiben? Ist ja egal. Ist ja egal, wo wir bleiben. Er hat Sinn für Humor. Das stimmt allerdings auch. Romantisch. Klar, fühl dich wie zu Hause. Okay, in Arme springen. Oh mein Gott, ist das cool. Ist das cool? Das ist so verdammt cool. Und was können wir noch machen? Ach, los. Komm. Wo ist denn hier? Da. Just come. No risk, no fun. Yay! Okay, damit. Ich würde sagen, damit ist er jetzt offiziell mein. So wie im wahren Leben halt. Schüchterner Kuss. Spezial. Hoffnungslos romantisch. Händchen halten. Verliebt den Arm. Feste Beziehung vorschlagen. Okay, auf geht's. Yay.
Okay, wir sind jetzt Freund und Freundin. Und jetzt hält er mich für absolut unwiderstehlich. Ja, krasse Sache. Heiratsantrag, meine Güte. Na okay, so schnell sind wir dann halt doch nicht. Moment mal. Kann ich ihn eventuell schon fragen, ob er einziehen möchte? Nach Hause einladen. So. Also, wir schlafen bei ihm und ich lade ihn jetzt nach Hause ein. Das ist natürlich wieder hier so das Klischee. So wie, kann ich bei dir bleiben, aber können wir zu mir gehen? Freund verloren. Warum habe ich denn einen Freund verloren? Ich habe da noch gar keine festen Freunde irgendwie. Guck mal, da kannst du auch gleich mal. Ach nee, die hatte er ja gestern schon mal kurz kennengelernt, die Katzen. So. Gerüchte aus der Welt. Spezial romantisch. Freundlich. Ich möchte gern, dass du bei mir einziehst. Ich übernachte bei Jack. Ich werde nie vergessen, wie wir die ganze Nacht aufbleiben und uns schlapplachen. Alles klar. Moment mal, die Party. Ach nee, die Party, die wird schon im Gang sein. Okay, na dann. Wir haben hier gerade irgendwie was Besseres zu tun. Gruppe gründen. Spezial, freundlich. Ich möchte, dass du bei mir einziehst. Romantisch. Küssen. Romantisch. Wange streicheln. Ach Mann, mach doch mal irgendwas. Ich möchte, dass er bei mir einzieht. Heiratsantrag. Händchen halten. Romantisch. Rumschmusen. Yay. Und jetzt passiert jetzt mal was? Das wäre echt cool, wenn er hier einzieht und ein bisschen Geld mitbringt. Dann würde auf jeden Fall direkt erstmal ein neues Bett drin sein. Freundlich. Ach mein Gott, es ist. Oh. Freundschaftlich umarmen. Romantisch. Baby machen, alles klar. Heiratsantrag. Ich möchte doch nur, dass du bei mir einziehst. Schüchterner Kuss. Flirten. Händchen halten und Arme springen. Oh. Mein Gott. Oh mein. Oh, hier ist dreckig. Pfui. Und die Katzen haben Hunger. Napf füllen und nochmal Napf füllen und dann können wir uns ihm wieder widmen. So, und wenn wir das mit dem Einziehen geschafft haben, dann geht hier alles seinen Gang. Romantisch. Rumschmusen. Okay. Ach so, ich dachte, der legt sich jetzt hin. Das Handy deines Sims klingelt. Ach, Tatsache, das überhört man ja auch nicht. Ja, kann man ja auch nicht überhören, dass das Handy klingelt. Techtelmechtel. Auf Bett knuddeln. Ja, das können wir eigentlich machen. Aber nur auf Bett knuddeln, mehr nicht. Freundlich. Ich will, dass du bei mir einziehst. Romantisch. Rumschmusen. Bitten zu gehen? Nein. Lustig. Grimasse, Insiderwitz. Flirten. Mein Gott, das ist doch zum Mäusemelken hier. Ach so. Hier muss ich ja rangehen, stimmt. Wo ist denn hier das Handy? Simoleons. Kampf der Köche, bring dein Essen zum Restaurant, bevor die Zeit abläuft. Um einen Goldpreis zu gewinnen, Simoleons. Naja, wir nehmen erstmal an. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das machen werde. Oh, cool. Das ist sogar ein beliebiges Rezept. Naja, gut, viel können wir ja auch noch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, hier, rangehen. Bestimmt, weil wir nicht auf der Party waren, dass sie uns auf der Party vermisst haben. Ich glaube,
Ja, genau. Die haben uns auf der Party vermisst. Ich glaube, wir belassen das jetzt erstmal dabei mit. Ich weiß nicht. Ich gebe sie gerade erstmal auf, dass wir ihn dazu bringen, bei uns einzuziehen. Allerdings, die Beziehung, die sieht ja echt schon recht übel gut aus. Und. Oh, ihn küssen. Das wollen wir auf jeden Fall mal festmachen. Das sieht schon echt gut aus und ich denke mal, in den nächsten Part kriegen wir es auf jeden Fall hin, dass er einzieht. Das soll eigentlich so schnell wie möglich gehen, dass er hier bei uns einzieht. Und Donnerstag 23 Uhr, also Zeit fürs Bett. Ja, denn weil ich will eigentlich, dass wir hier beide wohnen und beide zusammen dieses Let's Play starten. Und weil alleine, das ist irgendwie ein bisschen, ja. Komisch. Und deswegen möchte ich das gern zusammen. Naja, immerhin schläft er schon mal bei mir, mein Schatzi. Was ist denn jetzt los? Eine Alarmanlage haben wir auch nicht. Hier kommen ja noch Einbrecher, oder? War das nicht so? Ja, ich glaube, hier kommen Einbrecher. Wenn man nicht aufpasst, natürlich. Wenn man nicht zeitig genug die Polizei ruft. Danke, dass du meinen Müll rausbringst. Nett von dir. Nicht schlecht. So, 2 Uhr, 3 Uhr. Jetzt guckt der Fernseher oder wie? Ich muss los. Tschüss. War nett mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. So, okay. Ich würde sagen, genug geschlafen, weil. Das Auto zur Arbeit geht zeitig genug. Was machst du? Nein! Pauline! Verstärkende Maßnahmen ausschimpfen für zerstörerisch sein. Und erstmal die Katze du machen und dann Reste essen. Und nämlich das meinte ich. Die Fahrgemeinschaft, die kommt nämlich immer so schnell kann man gar nicht gucken. Man sieht die Katze gar nicht. Kann man die irgendwie heller stellen, die Lampe? Schwarzlicht, Farbe, Intensität, normal abdunkeln, aufhellen. In diesem Raum. Okay, sehr gut. So, und dann geht's auch schon auf Arbeit. Zack. Qualität normal, also das muss man noch mal ein bisschen üben. Hallo, warum geht das nicht? Mülleimer voll oder was? Der hat doch erst unseren Müll rausgebracht, der Jack. Normaler Betrieb. Wie weit sind denn wir jetzt? Ich würde mal sagen, wir machen mal mit Kämpferkameraden anfreunden. Wir brauchen Freunde. Freunde sind immer gut. Und deswegen freuen wir uns jetzt mal mit den Kameraden an. Oder? Nee, wir stellen mal auf normaler Betrieb rum, weil wir wollen ja hier auch ein bisschen vorankommen. Wir brauchen Athletik, also wäre es vielleicht nicht verkehrt, mal ins Fitti zu gehen, ins Fitnessstudio und da was zu machen. Die Katzen, die kommen im Moment auch noch. Och, Menno, Pauline. Die Katzen, die kommen im Moment auch noch zu kurz. Liegt einfach daran, dass ich nur mit den Bedürfnissen hier zu tun habe und so weiter und so fort. Wie verstehen die sich überhaupt mit. Ah, cool, es sind Buddies geworden. Die beiden sind mittlerweile Best Buddies. So, komme ich nicht bald mal wieder? Sehr gut. Ich habe mein Tageswerk vollbracht und 280 Simoleons mit heimgebracht. Was ist mit dir los? Dreckige Umgebung. Na dann mach einfach mal aufräumen, Müll rausbringen, das da auch mal weg. Ih, was ist das? Kakerlake. Ugh. Pfui! Die Katze hat die reingeschleppt. Uff, weg damit. So. So geht's uns ja eigentlich gerade noch ganz gut. Also nochmal Reste essen. Wahnsinn. Belohnung. 896. Okay, es kann noch eine Weile dauern, ehe wir uns was leisten können davon. Oh nein, was machst du denn? Oder? Können wir das gleich ganz raus? Was ist in unsere Mülltonne? Da. Sehr gut. Geht. Das auch.
Das ist ja cool, dass man das per Hand machen kann. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung so. Die auch. Die Katze hat mir einen Kratzbaum geschrottet, sehe ich gerade. Also werde ich den mal ersetzen. Zack. So, wir haben gleich ein wenig Zeit für die Katzen. Da können wir noch mal ein bisschen mit denen spielen. Die schläft gerade, okay. Versteckten Maßnahmen ausschimpfen für hyperaktiv sein. Jägerreservat. Käfer beobachten. Nee, es gefällt mir gerade alles nicht. Zuneigung. Streicheln. Leckerchen geben. Also streicheln mag sie in der Regel nicht so, aber Leckerchen geben natürlich. Also da fährt die voll drauf ab. Welche Katze fährt da nicht drauf ab? Mal so gesehen. Fähigkeit, Geschicklichkeit lernen. Wir wollen allerdings auch trainieren. Duschen gehen wir gleich. Ich würde sagen, wir suchen mal so ein Fitnesscenter, wo wir dann hingehen, um halt was für den Job zu tun. Da hätten wir schon eins. Muskelprotz Fitness besuchen. Sehr gut. Und wenn ich richtig gesehen hatte, Moment, Moment, wenn ich richtig gesehen hatte, cool, es ist Wochenende, geile Sache. Das heißt, wir haben jetzt sogar frei. Oh mein Gott, was war das? Pauline hat sich der Magen umgekehrt und er musste sich, ja, es ist eine Sie. Sie musste sich übergeben. Er wird nie den Moment vergessen, als er sein Mittagessen verlor. Ich werde diesen auch, diesen Anblick auch nicht vergessen. So. Okay. Mag die mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf geht's ins Fitti. Wer bist du? Kim Marshall. Bist du ein Sie oder ein Er? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an, ein bisschen Gewichte zu stemmen. Und es ist Wochenende. Wir können dann auch ein Gericht kochen, welches wir dann wegbringen können, dorthin, warum auch immer. Ach ja, wir konnten uns damit Geld verdienen. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was hier noch so für Sims kommen. Hier. Ach hier, guck mal, unsere Freundin, die kommt wieder auf dem Pferd. Honey Darnell. Die kommt wieder auf dem Pferd. Die macht, glaube ich, alles. Alles mit dem Pferd. Die kommt auf dem Pferd geritten. Die war schon mit dem Pferd im Schwimmbad. Und jetzt ist sie hier im Fitnessstudio mit dem Pferd. Ich mag die. Die ist mir sympathisch. Die ist ein Star. Esme Curl. Warum haben die hier so blöde Namen? Ich weiß nicht. Du warst. Ach, du warst die Honey Danelle, genau. Sieht gleich ganz anders aus. Cheyenne Fox. Was liegt denn da? Zwiebel, die können wir dann gleich mal nehmen. Cool, wir haben eine Zwiebel gefunden. Wer bist du? Freebird Johnson und Skedaddle Donnell. Skedaddle. Wie kommt man auf so einen Namen? Ich verstehe das nicht. Skedaddle. Es klingt so Skedaddle halt. So, wer bist du? Even Parrot. Die haben echt einen komischen Namen. So. Das Pferd wartet auf seine Besitzerin. Karriere. Athletik sieht schon mal ganz gut aus. Ein Level können wir definitiv noch machen. So, perfekt. Level 3 der Athletikfähigkeit. Oh, wie schnell das eigentlich geht. Und dann können wir uns auf jeden Fall wieder aufmachen nach Hause. So. Und das Schlafen, das erspare ich euch jetzt. Alter, was war denn das? Oh. Moment mal. Halt, was war das? Hals. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Naja, gut. Okay.
Das Schlafen erspare ich euch jetzt. Wir machen jetzt hier erstmal Cut. Morgen geht's natürlich weiter mit Sims 3, Sims 4, der ganzen Bandbreite halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, morgen kriegen wir den Jack endlich dazu, bei uns einzuziehen. Das wäre echt verdammt klasse. Wenn das klappen würde, dann ist die kleine Familie nämlich komplett. Und dann kann es richtig losgehen. So, bis dahin, tschüss.